Ja, da würde ich doch gleich mal. Darf ich den jetzt durchsuchen? Keine Gegenstände. Okay. Das kann sein, dass das das Auto mit dem lauten Motor ist. Das kann gut angehen. Gut, ich komme gleich wieder. Muss ja mal ein paar Fotos machen hier. So. Mhm. Oh, das Ding ist Schrott, wa? Das Ding ist richtig Schrott, Kollege. Kannst du direkt in der Pfeife rauchen. Hey. Ah, hat geklappt, okay. Weiterfahren, bitte nicht stehen bleiben hier. Also wir sperren die Straße. So. Okay. Und noch irgendwas hier auf dem Boden vielleicht, was wir noch mitnehmen. Da liegt noch ein Kennzeichen. Das haben wir aber schon. Ich glaube, hier vorne dem Auto müssen wir nochmal gucken, oder? Oh, ich gehe auf Seite, Entschuldigung. Bericht ist vollständig. Yippie-ja-ja! Lächeln! Oh, Sie waren mit dabei. Freuen Sie sich jetzt eigentlich? Toll. Schön. So, Kollege. Dein Auto schaue ich mir nochmal ein bisschen genauer an. Wo hast du denn Kiffi-Kiffi versteckt, hm? Keine Gegenstände. Ha, wer es glaubt. Wo ist versteckt, hä? Unter Sitz. Im Handschuhfach. In der Arschrille. Soll ich noch 2 Tage warten, bis es wieder rauskommt? Oder willst du mich hier komplett verarschen jetzt, oder was? Keine Gegenstände gefunden. Na ja, gut, okay. Trotzdem haben wir ja, wir wissen ja, was es ist. Wenn wir uns beeilen, können wir den da hinten gleich noch rausholen. Okay, pass auf, du kriegst jetzt erstmal hier. Guck mal, den schenke ich dir. Ihr Unfallbericht. Jo. Das ist ein genauer Bericht. Vielen Dank. Das kannst du dir jetzt richtig schön durchlesen, weil du wirst heute eh nicht mehr nach Hause gehen. Hast du was zum Lesen im Knast? Ich muss sie festnehmen wegen Fahrens unter Cannabis-Einfluss. Bitte gehen Sie auf den Bürgersteig. Grüßerchen. Bitte, nein. Ja, Sigi. Grüezi. Hier, Ihr Unfallbericht. Gut und ausführlich dokumentiert. Danke, Officer. Mhm. Achso, du kannst gehen. Sie dürfen fahren. Schönen Tag noch und fahren Sie vorsichtig. Ja, fahren Sie vorsichtig, auf jeden Fall. Das könnte bisschen luftig im Fußraum werden. Hier, Ihr Unfallbericht. Gut und ausführlich dokumentiert. Danke, Officer. So. Das war's. Sie können fahren. Kuss auf die Nuss, ne? Schönen Tag noch. So, lass mich noch mal ganz kurz gucken, wegen die Auto da hinten. Ist ja gut, dass wir hier gerade Stau haben, wa? Wir können auch noch nicht fahren, ne? Übel. Anna Adams 23, danke schön für deinen neuen Sub. Herzlich willkommen. Warte mal. Moon Meister. Ah, steht ja schon. Hallo. Hä? Bleib doch einfach hier stehen, ist doch egal. Ja, komm, scheiß drauf. Egal, fahr mal weiter, ist auch wurscht jetzt. Scheiß da unten drauf, wir müssen die Karren hier wegbringen. Ein Auto muss abgeschleppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position. Natürlich, er wird in Kürze bei Ihnen sein. Gramm Marihuana. Streichholzbriefchen, ein Ball und Make-up. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Das ist auch nicht wenig, Kollege. Verstanden. Wir schicken Ihnen sofort einen Wagen.
14 Gramm, Alter. Nicht schlecht. Kann man mal machen. So, ich fahre mal mein Auto auf Seite. Vielleicht können wir, wenn die jetzt hier im Stau stehen, können wir ja die Dame vielleicht noch, so. Dann können wir die Dame vielleicht ja doch noch bearbeiten, wenn die hier gleich mal weiterfahren. Aber ich glaube, die fahren trotzdem nicht weiter, ne? Das kannst du vergessen. Wenn ich jetzt schon zurück zur Zentrale fahre und... Ihre Schicht ist längst zu Ende. Kommen Sie zur Wache. Ah, sofort. Die fahren weiter jetzt. Sie fahren weiter. Okay, cool. Weil die Frage ist, wenn ich jetzt zur Zentrale zurückfahren würde, theoretisch gesehen, würde ich trotzdem die Punkte dafür bekommen, dass ich den Abschleppwagen gerufen habe. Aber der hier ist eiskalt unterwegs. Wir müssen jetzt hier nicht mehr warten, bis sie fertig sind. Wir ziehen durch. Ab zur Wache. Ab zur Wache. Hier wache ich. Beiseite. Okay. Kuro the Demon, Dankeschön für 10 gegiftete Subs. Vielen, vielen Dank. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Von ganzem Herzen vielen, vielen Dank. Ich danke dir vielmals. Ich hab sogar meinen Hut. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. So, Vorsicht, Vorsicht, beiseite. Wieso habe ich nicht mal ein Blaulicht noch an? Na gut, wir müssen ja eh schnell zurück, weil wir müssen ja die Schicht beenden. Wir müssen die Schicht beenden. Oh, Brighton Police, da muss ich ja rein. Psychikopter. Ist das hier die Polizei? Oder ist die Polizei da drüben? Scheiße. Naja, komm, Unfall. Also man kann es auch übertreiben jetzt, ne? Ist das hier die Polizei? Jo, das war da, war mal. Ja, das ist die Polizei hier. Wunderbar. So. So. Morgen. Ach, guck mal, Frau Lopez. Lässt wieder andere arbeiten. Aber hier ist ein bisschen mehr los jetzt. Das finde ich ganz nice. Okay, ab an den Computer. Hey, Frau Lopez. Wie machen Sie das? Welcher ist meiner? Jetzt mal ehrlich, welcher ist mein Computer? Wo kann ich meine Schicht beenden? Ach, Torres hieß die. Alles klar. Einer. Ah, hier. So. Ja, ja, Torres war das. Ja, 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 ja. Ja, ja, Frau Torres. Alles klar. So. For America. Fußgänger, Fußgänger, Unfall, minus 67 CP-Punkte. Das ist ja beruhigend. Das ist aber nicht so geil, wa? Wir haben Strafe für verlorene Verhaltenspunkte. Okay, wir haben ganz schön was verloren. 34 minus, weil wir, glaube ich, auch mit der Waffe gezogen haben, ne? Weil wir die Waffe gezogen haben. Ein neuer Tag im Büro. Wirf einen Blick auf die verfügbaren Schichten. Du kannst jede Woche bis zu 4 neue Schichten beantragen. Okay. Fußstreife. Wollen wir wieder zu Fuß durch die Gegend marschieren? Nee, ne, ist auch langweilig. Hier, guck mal, bei Nacht. North Point. North Point bei Nacht, da sehe ich uns doch. North Point bei Nacht, da sind wir doch dabei. To protect and serve. Surf! Surf! Okay, komm, lass durchziehen. Ich hätte gerne ein Polizeimotorrad. Das wäre geil. Das wäre richtig nice. Ihren Ausweis, bitte. Hier ist er. Gut, gut. Schönen Tag noch. Auf Wiedersehen. Bin ich ja zufrieden, ne? Schönen Tag noch, Ma'am. Mach's gut.
schon wieder minus 5 gegen den Scheiß. Ich weiß nicht, die stand da so verdächtig so, weißt du, so, keine Ahnung. Irgendwas, was die im Schilde führt, ne? Und ich meine, sowas will man ja mal vorher wissen, ne? Es kann ja, hätte auch, man weiß ja nicht, ne? Es kann ja sonst was sein. Ne, da. Verkehrsunfälle. Sichere die Unfallstelle, indem du die Notlichter ausrüstest. Du findest sie im Kofferraum deines Fahrzeugs. Befrage die Leute, Fahrer und den Unfall ermitteln und aufzulösen. Vergiss nicht, alles gründlich zu untersuchen, Berichte auszuhändigen. Junge, 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 Junge. Kannst du doch echt keinem erzählen, ne? Was hier immer los ist, die können ja nix. Achso, im Kofferraum waren die, ne? Wo muss ich denn die hinwerfen? Frohes Neues! Happy New Year! Muss ich die hier hinwerfen? Ich habe keine Ahnung. America, America. Ich weiß nicht, ob das so stimmt, keine Ahnung. Moin! Was ist denn hier passiert? Ich hatte es sehr eilig und war etwas zu schnell. Sorry. Naja, das ist jetzt kein. Das ist nicht die beste. Das ist nicht gut, ne? Nee, bevor erstmal hier den eine Führerschein Ausweise. Und bitte. Wenn möglich, den Versicherungsschein, bitte. Jo. Und die Farbe ihrer Unterhose. Bitte schön, Officer. Die wüsste ich auch gerne. Nur so Interesse halber. Auch wieder keine Versicherung dabei. Spannend. Spannend, dass die Leute hier mal ohne Versicherung rumfahren, ne? Interessant. Blöde Frage, wenn da unten steht. Wir haben eine Verkehrskontrolle, die besetzt nee, ich schaffe es halt nicht rechtzeitig jetzt. Zum Ziel. Blöde Frage, da unten steht Geschlecht M, also male, männlich. Kann man das auch irgendwie? Sie scheint Angst zu haben. Geil, hol ich erstmal meine Knarre raus. Erstmal einschüchtern. Aber weil. Kann man das? Warte mal, hier Vorstoß bestrafen? Fahrer? Nee. Nee. Okay, dann machen wir mal einen Drogentest hier. Einmal pusten, bitte! Okay. Ja, nice, geil, das weiß ich halt gerade nicht, ne? Amphetamine, natürlich, 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 natürlich. Ich habe auch gar nichts anderes erwartet von Ihnen, ne? Reden wir gleich drüber. Morgen! Schon wieder er? Den Führerschein und, wenn möglich, den Versicherungsschein, bitte. Bitte schön, Officer. Ja, wir können. Stimmt, mit dem Polizeicomputer gucken wir gleich mal. Polizei. Geschlecht weiblich. Oder für was steht das W jetzt in dem Fall? Oder mache ich vielleicht irgendwas falsch? Kann ja auch sein. Hä, nee, warte mal, das ist niemals Valentina Edwards. Das ist niemals Valentina... Also natürlich, ich meine heutzutage, ne, musste bei sowas vorsichtig sein. Aber ich glaube, das gibt's in dem Spiel nicht. Dementsprechend, Schatzi... Das ist. Der stimmt halt nicht. Diese Person war ganz sicher zu schnell. Wir brauchen Unterstützung. Wer kann helfen? Ich kümmere mich drum. Nein, ich habe das angenommen? Scheiße. Fuck. Okay, wir müssen ein bisschen ranhalten hier. Komm, blas mal eben schnell. Komm, zieh mal ein bisschen durch jetzt hier, Mensch. Okay, kein Alkohol, alles klar. Direkt noch den nächsten hinterher. Zack, Drogentest. Komm, zack, zack, rein mit dem Stäbchen. Komm. Zieh durch da. Was hast du? Nix. Easy. Kommen wir gleich nochmal zu. Ich fotografiere mal noch eben schnell. Fotokamera ausrüsten. Wir haben auch noch den ganzen Tag Zeit, ne? Ist so. Kann mich jetzt hier nicht den ganzen Tag um Fahranfänger kümmern. Das geht nicht. Okay.
Okay, was haben wir hier noch? Was haben wir hier noch? Da ist noch was. Da auch noch. Wunderbar, Bericht ist vollständig. Na, da bin ich aber zufrieden jetzt. So. Handschellen. Nee, warte, erstmal Unfallbericht okay, übergeben. Hier ist Ihr Unfallbericht. Oh, wow. Der ist wirklich ausführlich. Sehr gut. Und dann kriegst du direkt die Handschellen hinterher. Betäubungsmittel, Amphetamin. Ich muss Sie festnehmen wegen Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln. Bitte gehen Sie auf den Bürgersteig. Ja. Bitte, Officer. Beruhig dich. So, warte mal. Ich brauche hier Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Machen wir direkt mal. Verstanden. Wir schicken Ihnen sofort einen Wagen. Wieso muss ich, kann ich das irgendwie überspringen? Muss ich mir das immer anhören? Das nervt. So. Fehlender Führerschein, gefälschte Versicherung, gefälschter Personalausweis. Ich muss Sie festnehmen. Ihr Führerschein, ich habe den Bericht vergessen. Gefälscht. Bitte gehen Sie auf den Bürgersteig. Fuck. Egal, scheiß drauf. Der braucht keinen. Kann ich ihn einfach geben? Schade. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Egal. Verstanden. Wir schicken Ihnen sofort einen Wagen. Komm, ich hätte kurz Zeit. Wir müssen uns beeilen. Ein Auto muss abgeschleppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position. Der Standort ist schwer zu erreichen. Wir können nicht sofort kommen, aber wir kümmern uns innerhalb von 24 Stunden drum. Ganz ehrlich, das ist mir auch Wumpe, ne? Macht's doch, wann ihr wollt. Ich habe schon wieder minus 10 CP bekommen. Warum? Was habe ich denn diesmal falsch gemacht? Verstehe ich nicht. Ehrlich gesagt. Du fährst ohne Licht. Wegen dem Bericht? Wegen dem Personalausweis? Nee, aber eigentlich, der ist ja nicht richtig gewesen. So. Oh, da könnte knapp werden. Ich weiß nicht, ob wir den noch schaffen, den Fall. Nein! Boah. Der kleine Kratzer da. Hui, was ist hier los? Warte. So. Was ist denn hier los? So einfach am Schlafen hier mitten an der Brücke hier. Was ist das denn? Ich habe hier eine verletzte Person. RTW erbeten. Okay, Rettungswagen kommt schon. Wunderbar. Was ist hier passiert? Was haben Sie gesehen? Nein, ich bin wie Sie gerade erst angekommen. Letzte Zeuge, die Beschreibung der Person reicht nicht aus, um mit der Suche zu beginnen. Fuck! Darf ich Ihren Ausweis sehen? Officer für Verkehrskontrolle angefordert. Ich kümmere mich um eine andere Angelegenheit. Weiblich, Avery Price, kein Waffenschein. Oh, das Ding ist abgelaufen, Schatzi. Aber weil du als Zeuge hier stehst, machen wir mal PA abgelaufen. Dieses Mal belasse ich es bei einer mündlichen Verwarnung. Danke, Officer. Warte mal noch hier einen Moment, bitte. Okay, hey, die Frage ist jetzt... Hier? Können Sie mich hören? Die Frage ist jetzt natürlich... Wie... Können Sie aufstehen und zum Krankenwagen gehen? Können Sie schon eine Zeugenaussage machen? Ja, ich glaube, ich kann gehen. Kann ich Sie zu einigen Dingen befragen? Können wir kurz quatschen? Können wir kurz quatschen? Ich drehe gerade einen Vlog für mein YouTube-Video. Halt! Ich muss mit der reden. Sie machen die Tür jetzt nicht zu. Nein, ich muss... Okay, was haben wir denn hier? Können Sie mich hören? Es tut weh. Aber ist nichts Schlimmes, glaube ich. Gut, aber ein Arzt sollte einen Blick auf Sie werfen. Können Sie aufstehen und zum Krankenwagen gehen? Ja, ich glaube, ich kann gehen. Da tut's wohl doch nicht so weh, wa? Und bist du nicht gleich aufgestanden? Was ist denn mit dir los? Blauer Schein kickt morgen wieder, wa?
Oder ist es der gelbe? Ich habe keine Ahnung. Gelber ist es, glaube ich, ne? Gelber Schein. Ja, man kann nur Rettungswagen rufen. Man kann mit denen nicht, quatschen. Hey! Okay. Bist Wrestler okay, bei AEW, ne? Hier? Können Sie mich hören? Ist ja nicht langweilig, den ganzen Tag das Gleiche zu quatschen? Ist nichts Schlimmes, glaube ich. Warum liegst du denn gut, da immer noch? Aber ein Arzt sollte einen Blick auf Sie werfen. Können Sie aufstehen und zum Krankenwagen gehen? Ja, ich glaube, ich kann gehen. Kann ich nie mit ihm reden? Oh Mann, ey, was mache ich denn da jetzt? Wie soll ich denn jetzt denjenigen finden, der hier ausgetickt ist? Er ist doch wie hingekackt und ihn geschissen, du, da sag ich dir. Ich kann nichts machen. Können Sie mich mitnehmen? Toll. Ja, keine Ahnung, stell der Strafzettel aus. Ach, die Nummer ist damit schon durch, oder was? Ja, weißt du was, dann stelle ich mich jetzt hier kurz an den Rand. Halt mal einen Rand. Dann stelle ich mich jetzt hier kurz an den Rand und gehen wir noch schnell eine Wasserflasche holen. Ich warte hier kurz auf den nächsten Auftrag. Ich muss mir schnell eine Wasserflasche holen, die ist fast leer hier. Ich hatte mir vorhin nur Cola geholt. Ich bin sofort wieder da. Stelle Strafzettel aus, ja, das ist ja spannend. Ich mache mal den Ingame-Sound ein bisschen leiser, der dröhnt so, ne? Hier, Umgebungslautstärke und Soundeffekte machen wir auch mal ein bisschen runter. Musik haben wir eh nicht. Okay, geht, glaube ich. Kleine Schwester, Dankeschön für 9 Monate. Alice Dixon, Dankeschön für 49 Monate. Pamingo, Dankeschön für deine 2 gegifteten Subs. Josh Washington, Dankeschön für 30 Monate. Vielen, vielen Dank. Und Rojo RGGC, Dankeschön für 8 Monate. Und Fellanor, Dankeschön für deine 10 Euro für die Kaffeekasse auf der Wache. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Stopp! Stehen geblieben! Warum rennen Sie? Hallo? Okay, die geht einfach noch in Jeanshose joggen, glaube ich. Naja. Jo, gucken wir doch mal, was hier so los ist, wa? Was haben wir denn da? State of Franklin. Februar 21. Okay. Darf man hier eigentlich, darf man hier parken? Gerade, no parking. 12. Was ist das? Ich kann das nicht sehen. 12 Noon, 4 PM. Montag. Okay, wir sind aber nicht am Montag, wir sind am Dönerstag. Alles klar. Schaut's denn hier aus? Oktober 21. Ja, ne? Das ist schon okay. Und sonst ist halt hier gerade nichts los. Können die nicht mal einen raushauen? Ah, was war das? Ufer. Was? Ach, ich sehe schon da vorne. Ei. Junge. Was ist hier los? So. Dann mal hier hin. Und wir haben keine mehr, ne? Schade. Okay. So. Schönen guten Tag. Scary! Diese Person war viel zu schnell. Mhm. Aber der ist hinter dir gefahren, gell? Scheiße, der musste genauso schnell gewesen sein wie du. Den Führerschein und wenn möglich den Versicherungsschein, bitte. Ja. Bitteschön, Officer. Dankeschön. Sehr gut. Lucy Miller. Organspende, weiblich. Das Ding ist noch nie abgelaufen. Kurz vor Weihnachten läuft das Ding ab. Okay. Wie sieht's mit der Versicherung aus? Unterstützung angefordert. Nee. Ich bin gerade in also einer jetzt, anderen ne? Angelegenheit beschäftigt. Am Arsch. Oh, das Ding ist abgelaufen. Ach, bitter. Eieiei. Hat aber einen Waffenschein, okay. Ist der Ausweis doch gefälscht, dann ist doch Christoph Daum.
Guck mal, ja, die hat da halt einen Zopf gehabt, oder? Dachte ich. Okay, die kriegt als allererstes mal eine... Doch, warte mal. Nee, Moment. Moment. PIA-Ablaufen, kein Versicherungsschutz. Ja doch, warte mal. Wenn er abgelaufen ist, hat sie keinen Versicherungsschutz, oder? Ich werde es bei einer mündlichen Verwarnung belassen. Danke, Officer. So, dann hätte ich aber trotzdem gerne mal einen Alkoholtest. Saufen. Morgens, mittags, abends, ich will saufen. Okay, Drogentest, bitte. Hätte man schon bestrafen können. Ja, mein Gott, die hat doch genug Dreck am Stecken. Guck mal, die hat Amphetamine in sich, hat einen Autounfall gehabt. Ich glaube, die hat schon genug Probleme, ne? Die hat schon genug Probleme. Darf ich nochmal den Ausweis sehen, bitte? Und wenn möglich, den Versicherungsschein, bitte. Ich würde mir das gerne nochmal angucken. Bitte schön, Officer. Ich würde mir das gerne nochmal angucken hier. Lucy Miller. Okay, die sieht halt gar nicht so aus, ne? Die sieht halt überhaupt, also sieht auch vom Gesicht her nicht so aus. Jetzt beim zweiten hingucken, die sieht halt gar nicht so aus. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Okay, Verstoß bestrafen, Fahrer, PA abgelaufen. Das müssen wir dann bei den Handschellen machen, ne? Das machen wir gleich mit den Handschellen. So, schönen guten Tag. Moinsen! Wir brauchen Unterstützung. Wer kann helfen? Nee, ich bin gerade in einer anderen Angelegenheit beschäftigt. Huch, nee, hä? Ich möchte mit ihm reden. Mit ihm hier. Moinsen! Erstmal den Ausweis. Führerschein und wenn möglich den Versicherungsschein, bitte. Jo. Bitteschön, Officer. Vielen Dank. Dankeschön, Dankeschön. Ehrenmann. Wyatt Jackson. Miss Jackson. I am for real. Den Führerschein und wenn möglich den Versicherungsschein, bitte. Bitteschön, Officer. Sorry, ich hab mich verdrückt gerade. 22, 25.04., das passt alles. Okay, dann mal bitte den Versicherungsschein. 22 ist alles noch in Ordnung. Viertürer. Ja, das ist alles in Ordnung. Versicherungsnummer, Ablaufdatum. Okay, das sieht schon mal nicht schlecht aus. Okay, dann mal bitte pusten. Würden Sie bitte mal pusten? Haben Sie Husten oder müssen Sie pusten? Okay, der hat schon mal nix Intus. Angesewski, das ist schon mal gut. Wie sieht er wie die Drogen aus? Nichts. Oh, ist doch schon mal, das ist doch schon mal schön. Mal nichts, was verstoßen irgendwie, ne? Mal nicht irgendein Verstoß oder sowas. Das ist doch schon mal angenehm. Der Kahn ist zwar komplett am Arsch, aber hey, was soll das? Woran hattet ihr gelegen, ne? Dann fragt man sich hinterher immer an, woran hattet ihr gelegen, woran könnt ihr gelegen haben, woran könnt ihr gelegen haben, ne? Fragt man sich immer hinterher. Woran hattet ihr gelegen? Das ist natürlich die spannende Frage, woran hast du denn jetzt gelegen? So. Okay. Haben wir nichts mehr. Aufklärung einer Situation erforderlich. Nee, ich bin gerade in einer anderen Angelegenheit beschäftigt. Hab ich keine Zeit für, weißt du? Ich habe vorhin die ganze Zeit gewartet, dass da was kommt. Es kam nichts, ne? So nicht. So, ich würde den Kahn aber trotzdem gerne mal durchsuchen, weil die hat ja auch... Los Amphetaminos. Taschenbuch. Marihuana hat sie auch noch am Start gehabt. Aha. Ein Springmesser hat sie noch am Start gehabt. Ja, Junge, 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 Junge. Was ist denn mit der los? Da können wir also gleich wegen... Wir können die ja komplett festnehmen einfach. Da brauchen wir ja gar nicht fragen. Mal kurz gucken. Ausweisstatus ist gültig. Führerschein, Waffenschein, auferlegtes Bußgeld, Fahren bei Nacht ohne Scheinwerfer, Bestechung, Fahren ohne Führerschein. Gültig. Hat kein Haftbefehl. Und wie sieht es bei ihr aus? Kein Haftbefehl. Waffenschein. Asiatisch. Die ist halt niemals asiatisch, ne? Cybermobbing verurteilt. Fahren mit getönten Scheiben. Aha, aha. Okay, okay. Aber Führerschein, Waffenschein, das passt alles. Also wegen der Waffe brauchen wir sie nicht. Belangen aber, wir haben die Sache mit dem Ausweis und vor allem Dingen, wir haben Marihuana und das Koks unter der Nase. Halleluja. Die Hintergrundprüfung zu dieser Person zeigt nicht übereinstimmende Daten, dass sie einen gestohlenen Personalausweis hat. Du musst diese Person umgehend wegen Mitführung eines gestohlenen Personalausweises in Handschellen legen und verhaften. Okay.
Kritzi. Handschellen. Fehlender Führerschein, gefälschtes Kennzeichen, gestohlenes Fahrzeug, Ohr von der Haftbefehl, gestohlener Personalausweis. Was? Einfach nur geschocktes. Was? Sonst gar nichts einfach, weißt du? Okay, wie kann ich den Fortschritt jetzt noch vervollständigen, den Bericht? Was fehlt denn noch? Habe ich irgendwas vergessen? Bei ihm vielleicht?